Ja, und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge zu Far Cry 3. Und ja, ich würde gerne mal mit euch ein bisschen das Dorf umgucken hier. Mit den netten Bewohnern hier zum Beispiel. Ich bin der Meinung, wir befinden uns jetzt so von den Frauen her. Du sollst ja unglaublich viele dieser Funktürme wieder aktiviert haben. Ja. Also, du sollst ja unglaublich viele dieser Funktürme wieder aktiviert haben. Ich rette gerade euer Leben, also hallo? Was hat sie zu sagen? Die sagt nichts. Schade. So, ja, ich wollte gerne mal mit euch das Dorf ein bisschen anschauen hier, weil es ist nämlich auch sehr cool. Ich würde mal sagen, hier ist eine Kirche oder sowas, hä? Ja, sprich mit Dennis, machen wir ja gleich. Hier hinten ist auch ein Haus. Alles immer schön beleuchtet. Das finde ich noch cool, wo sie den Strom eigentlich herbekommen. Das frage ich mich schon ein bisschen, wo sie den Strom herbekommen. Na gut, meistens durch die Windräder oder sowas wird es schon nicht sein. So, und wir haben hier auch nette Frauen hier am Start. Hallöchen, Baby, wie geht's? Mir ist auch heiß. So, ich würde mal sagen, wir begeben uns jetzt mal zum Dennis. Genug gealbert, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. So. Dennis, wir kommen mit einer neuen Waffe. War das komisch. Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Okay, da gehen wir mal auf die Herstellung. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Okay. Zack. Und gut, zack. Jason, vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald. Wenn du Glück hast. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Okay. So. Beuterucksack. Was brauchen wir? Zweimal Wildschwein. Erhöht die Kapazität auf 32 Gegenstände. Okay, so stellen wir das mal her. Ja. Eine Sache noch. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Okay, den Takedown. Wo ist der? Ah, hier. Takedown. Nähere dich einem Gegner leise von hinten. Schalt ihn mit F aus. Gib dreifache XP pro Kill. So ist gut. Du wirst immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Okay. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Noch eins nehmen. Die Spinne ist ja meistens sehr schnell. Ich weiß halt nie, ob wir jetzt sagen, Granaten abkochen, weil besser ist, oder? Wisst ihr was? Ich nehme mal lieber das hier. Das hast du gut gemacht, Jason. So. Das Tatau. Hey, Philippe. Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben hier eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße! Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. So, da haben wir unseren ersten Einsatz. So, ab ins Auto. Was ist das für ein Außenposten, wo sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Vars-Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vars. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen.
Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist denn im Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Dazu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Mein Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Jason, Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Du kannst sie schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Ja, das ist jetzt das Schöne, nämlich wir können uns anschleichen, sozusagen wie in Assassin's Creed, oder sie einfach töten. Also ganz einfach so töten. Es gibt dafür auch unterschiedliche XP, also je leiser wir sind und alle lautlos töten, desto besser. So, ich würde jetzt mal sagen, wir schleichen uns mal in das Gebiet hinein. Markieren mal alle Feinde mit der Kamera. Da ist einer. Da sind zwei. Hier ist einer. Hier. Denn das hilft sehr viel, wenn wir die Feinde markieren. Das erhöht für uns nämlich dann auch. Oh, das war knapp. Oh, hier ist noch eine Pflanze, die nehme ich mal. So. Ein weißes Blatt. So, leise. Ganz leise. Da ist einer, der kommt gerade auf mich zu, oder? Okay, da kommt gerade einer auf uns zu. Ihr müsst, das finde ich nämlich cool, hier gibt es auch so lustige Momente, wie zum Beispiel, wo wir... Wie ich das hasse! Hallöchen, Freunde! Tja, der ist hinüber. Den will ich auch gleich plündern am besten. Ich kann den da unten nicht töten. Ja, das kann ich vergessen. Den kann ich unten nicht töten. Prost! Gut, ich wollte eigentlich lautlos killen, deswegen war ich so ruhig, aber ja, geht auch so. Wir haben halt 500 XP nur gesammelt. So. Da gehen wir mal schnell. Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Jason, du bist des Tatau würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Danke, Jungs. Wir haben einen deiner Freunde gefunden.
Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Dennis ein bisschen, ja, ich würde jetzt sagen, ein bisschen verrückt ist, hä? In Bezug auf, ja, wisst schon, was ich jetzt meine. So. Mit. Ah, okay, das können wir dann so machen. Okay. So, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen mal aus der Karte raus. Außenposten sichern. Das haben wir ja im Prinzip gemacht. Sprich mit Dr. Earnhardt. Okay. Da ja Lisa oder ein anderer unserer Freunde in Sicherheit ist, müssen wir uns da jetzt nicht wirklich beeilen. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel frei rumlaufen und all Munition aufsammeln und so weiter. Da liegt auch noch Munition rum. Die nehme ich mal mit. Hier ist noch eine Kiste. So, okay. So, die Jungs plündere ich jetzt mal nicht. Würde zwar viel Geld, ja, wobei, komm. Wenn wir schon dabei sind. So. Naja, gut, das hat jetzt sehr viel gebracht. Ah, den habe ich schon geplündert, okay. Ich würde gerne mal meine Waffe wechseln, das heißt umfärben. Gehen wir mal hier rein. So, Schnellverkauf. Zack. So, und dann können wir nämlich Sturmgewehr. Und zwar umlackieren in Urwald. Ich finde nämlich das Blau, finde ich nämlich richtig cool. Gefahr, ja gut, brauchen wir nicht. Schwarz brauchen wir nicht. Urwald oder Dschungel. Oder Ödland. Ich bin ja der Meinung, wir lassen mal den Dschungel. Ich finde den Dschungel bald besser als der Urwald, oder? Aber bei Urwald ist alles lackiert und hier ist nur so lackiert. Hm. Ja, das ist ein bisschen blöd. Schwarz gefällt mir jetzt nicht so. Und das Rot auch nicht unbedingt. Das wäre was für die Piraten. Hm, schwierig, ja? Wir lassen mal Urwald. So. Zack. So, da haben wir das nämlich auch mal geändert. Weil ich finde nämlich, wenn man das schon mal nutzen kann, dann würde ich das auch gerne nutzen. So. Ah, hier ist noch eine Chipkarte. Memory-Karte. So. So. Ja, unter anderem können wir auch Fotos machen. Um gewisse Gebiete oder sowas zu sichern, sozusagen. Mhm, hier ist ein Schwein. Schön zu wissen. So. Okay. Ich würde mal sagen, hier ist ein Hund. Hundefell. Mhm. So. Was könnten wir jetzt noch machen? Prüfung der Rakia-Tour. Wisst ihr, das wäre eigentlich nicht einmal eine schlechte Idee. Oder machen wir das in der nächsten Folge? Ich bin ja selber am Überlegen, ob wir erstmal diese kleine Nebenmission hier machen, Tiere jagen oder. Das gibt 175. Das gibt auch 175, aber bei. Wenn wir jetzt die Hunde jagen, könnten wir gleichzeitig. Könnten wir gleichzeitig auch sicher was von den Hunden gebrauchen.
Würde ich mal sagen. Das ist noch schwierig, das irgendwie jetzt zu gucken. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal an dieser Stelle einen Folgenstopp. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, sozusagen. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüss und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao!